Due Diligence klingt kompliziert und teuer, auch darum, weil das Wort meistens halt mit etwas grösseren Transaktionen in Verbindung gebracht wird. Abgebrochen auf KMU-Transaktionen ist es eigentlich nichts anderes als der Abschnitt im Kaufprozess oder Verkaufsprozess, wo der Verkäufer muss beweisen muss, dass das, was er preisgegeben hat, auf der Tonspur oder in einem Firmenexposé, dass das der Wahrheit entspricht. Also der Zeitpunkt, wo man dem Käufer Gelegenheit gibt, das Zahlenmaterial, die Verträge, Steuerunterlagen und so weiter zu prüfen. Wie lang oder besser gesagt, wie aufwendig so eine Due Diligence ist, hängt zuerst einmal von der Transaktionsform ab. Beim Asset Deal werden ja nur ausgewählte Vermögenswerte übergeben und somit muss der Käufer eigentlich auch nur die prüfen, die er übernimmt. Ein bisschen aufwendiger wird es beim Share Deal. Dort geht ja die Firma als ganze Einheit auf den Käufer rüber. Und dort natürlich übernimmt er alle Verträge, die auf die Firma lauten, Verbindlichkeiten und so weiter. Dann kommt es darauf an, wie komplex das Geschäftsmodell ist natürlich und aber auch, wie einfach die Daten, die der Käufer möchte prüfen, verfügbar sind. Zum Teil kommen wir von Käufern 15-seitige Due Diligence-Listen über. Das sind dann eher so ein bisschen die Vorlagen, die man aus dem Internet herunterladen, die für größere Transaktionen gedacht sind. Bei kleinen KMU ist schlichtweg nicht jede hinterste und letzte Statistik verfügbar. Due Diligence dauert irgendwo bei einem Unternehmen zwischen 20 und 30 Mitarbeitern einen halben Tag im Durchschnitt. Wenn es noch größere Firmen sind, mittlere Unternehmen irgendwo zwischen 3 und 5 Tagen. Aufbereitet werden die Daten meistens vom Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Treuhänder vom Verkäufer. Der Vermittler weiß dann auch genau, wie er die Daten muss aufbereiten muss, damit noch eine effiziente Due Diligence kann stattfinden. Due Diligence selber wird auch vom Käufer durchgeführt oder seinen Berater, Anwälte, Treuhänder und entsprechend kommt auch der Käufer dann für die Kosten auf von der Due Diligence. Mit der Due Diligence startet man eigentlich dann, wenn sich Parteien über die grundlegenden Eckdaten von der Transaktion einig sind oder sogar schon eine Absichtserklärung unterzeichnet worden ist. Das Ziel vom Käufer ist, sich in der Due Diligence so weit wie möglich können abzusichern, dass die Annahmen, die er getroffen hat für das Kaufangebot, dass die stimmen, aber auch, dass er natürlich gewisse Risiken kann ausschliessen oder zumindest minimieren. Für den Käufer ist Due Diligence eigentlich der wichtigste Schritt beim Kauf von einem Unternehmen. Auf der anderen Seite ist die Durchleuchtung von der Firma für den Verkäufer eher unangenehm und mühsam. Zum Teil auch noch schwieriger zum Nachvollziehen, warum jetzt gewisse Informationen relevant sein sollten für einen Kauf. Es hilft da aus Verkäuferperspektive, wenn man sich mal in die Lage vom Käufer versetzt, wo ja das Unternehmen nur zu einem Bruchteil so gut kennt wie er selber. Jede Information, die der Käufer mehr hat, schafft bei ihm natürlich Vertrauen. Und es ist ja so, als Verkäufer lässt man spätestens bei der Due Diligence eigentlich die Hosen runter. Darum ist die Vertraulichkeit in dieser ganzen Geschichte so wichtig. Und auch wenn jetzt ein Käufer eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet hat, was natürlich zwingend ist, gibt es gleich immer noch gewisse Unterlagen oder Informationen, die sehr heikel sind zum Offenlegen. Geschäftsgeheimnisse gibt zum Beispiel niemand gern preis. Es kommt dort aber auch ein bisschen darauf an, wer dann auf der Gegenseite ist. Also wenn die Käuferpartei jetzt ein direkter Mitbewerber ist, ist das eine andere Situation, als wenn ein privater Käufer, wo jetzt nicht direkt aus der Branche kommt, das Unternehmen kauft. Was in jedem Fall sehr schwierig ist, sind Gespräche mit Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten. Also dort braucht es enorm viel Fingerspitzengefühl vom Vermittler, zu schauen, ob man so etwas und zu welchem Zeitpunkt man so etwas überhaupt kann zustimmen. Als Fazit, Due Diligence macht der Käufer eigentlich darum, dass er nicht Katz im Sack kauft und die Erkenntnis daraus, die dienen ihm nachher für die finale Kaufpreisbestimmung oder Findung zusammen mit dem Verkäufer.